Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Thief. Wir sollen ja hier jetzt in das Studierzimmer eindringen und hier ist ein Fahrstuhl. Den benutzen wir jetzt mal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist einfach nur eine Wand. Aber ein Schalter. Neue Karte. Okay. Hier müssen wir ein bisschen auf Fallen achten. Na, machen wir mal lieber schnell das Licht aus. Verdammt. Eintopf oder Hunger? Tolle Auswahl. So, den legen wir mal hier in die Ecke. Dann machen wir weiter. So, hier müssen wir ganz langsam drüber. Da in etwa sollen wir hin, ich glaube. Jetzt sind wir schön. Im Kreis gelaufen. So, da war der Fahrstuhl. Da gehen wir lieber nicht drüber. Da haben wir die nächste Falle. Der Mann hat viel zu verbergen. Wäre die Lage anders, würde ich das hier genießen. Okay, das war dafür. Ja, da mal rauf.
Wo kommen wir denn hier weiter? Ah. Na, da schleicht. Geheimnisse sollten nicht in Glashäusern sein. Mir ist klar. Da war eben jemand. Da gucken wir nochmal. Weil wir wollen ja nicht sofort entdeckt werden. Aber da lief gerade einer mit einer Fackel rum. Da. Jetzt sind wir außerhalb. Halb so nervig. So, hier gehen wir mal rein. Zur Sicherheit. Da kommen wir nicht hoch. Ich dachte, ich wäre gern bei der Wache. Aber... Okay. Knacken wir mal das Schloss. So geknackt ist es. Jetzt hätten wir uns fast noch verraten. Jo, ich hab's geahnt. Wir sind... Na, dann gehen wir direkt wieder rein. Jetzt, ich mein Glück kenne, werden wir jetzt gesehen. Das hilft uns hier nicht wirklich weiter. Gut, dann gehen wir da wieder zurück. Wir müssen ja nach oben. Und hier kommen wir auch nicht hoch. Die Fallen hatte ich entschärft. Aber hier irgendwo noch nicht. Ja, da liegt der mopsige Koch. Mal, ob der Fahrstuhl auch nach oben fährt. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke gerissen? Tja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Theodore Eastwick, Diener des Löwen! Auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Und das gelingt ihm nicht mehr. Meister Eastwick, es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt.
suche noch den zweiten Schalter. Da ist er. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Den machen wir erstmal los. Gehört? Ihr wisst, ihr seid da drin, Eastwick! Warte hier! Ich glaube, der Schildmann kommt. Oh. Wenn der Schildmann jetzt kommt, ist das ja nicht so gut. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude, bevor das Gebäude einstürzt. Erstmal das Prinzip verstehen hier. Meister Eastwick, öffnet die Tür! Wenn man jetzt wüsste, wie der Bergfried... Oh. Der Kerl da drin Passionsen oder was? Keine Bewegung, denk nicht! Der Architekt! Ermordet! Auf frischer Tat ertappt! Oh, jetzt aber Shell. Abend. Mal sehen. Diese Öffnung im Fundament, ist das ein Entlüftungsschacht? Dort einzubrechen wäre Selbstmord. Und schon ist das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und was ist das? Der Tresor des Barons. Er soll so groß wie ein Haus und voller Gold sein. Okay, die Flucht ist uns gelungen und jetzt sollen wir uns zum Bergfried begeben. Klettern wir mal hoch. Kommen wir hier rein. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal drunter her. So, jetzt ist der Regen auch nicht mehr so garstig. Ja, dann bin ich mal gespannt,
wie es im Bergfried aussieht. Die allgemeine Verwirrung hier können wir nutzen wahrscheinlich. Der fällt von alleine rum. Jetzt müssen wir hier erstmal über das ganze Geröll und einen Weg finden. Lieber weg. Okay, hier sieht's ja eher schlecht aus. Gut, es hilft nicht. Ich glaube, wir müssen da runterspringen. Für eine blöde Idee. Das Ganze ist viel zu riskant. Ja, das ich fürchte, du hast einen schlechten Einfluss auf mich, besser. So. Hier hoch. Da drunter her. Ah, da ist eine Leiter. Da kommen wir zumindest schon mal ein Stückchen hoch. Oh. Da habe ich wohl das Rohr in meinem Rücken nicht bedacht. Ah, okay, das füllt tatsächlich den ganzen Raum aus. Trotzdem, Eingang ist Eingang. Jetzt muss ich nur noch Bassos Zelle finden. Genau, so sehe ich das auch. Und die heutige Folge ist jetzt um. Wir machen dann in der nächsten Folge genau hier weiter. Wem Spaß gemacht hat, der kann ja gerne einen Daumen hoch geben, den Abo-Button klicken oder auch gerne mal einen Kommentar schreiben. Ganz wie ihr mögt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.